Willkommen zurück zu einem neuen Video hier zum 8-Bit-Computer und heute schauen wir uns den Computer aufbau an, die sogenannte Hardware-Architektur, und ich habe mir da aus Wikipedia etwas rausgesucht und ich werde das jetzt hier einfach mal vorlesen. Das heute allgemein angewandte Prinzip, das nach seiner Beschreibung durch John von Neumann von 1946 als Von-Neumann-Architektur bezeichnet wird, definiert für einen Computer 5 Hauptkomponenten. Ja, wir haben also hier diesen Typ, John von Neumann, ich glaube ursprünglich Johann von Neumann genannt, aber egal. Jedenfalls, der hat sich hingesetzt und hat sich so gedacht, was brauchen Computer? Und das werden wir jetzt nutzen. Ja, wir werden es nutzen und daraus unseren eigenen PC zusammenstellen. Eigenen Computer meine ich natürlich. Und da haben wir die 5 Hauptkomponenten. Ich habe hinten in den Klammern eben noch was hinzugefügt, was bei uns halt eben vorhanden sein wird. Also das sind die 5 Hauptkomponenten. Wir werden ein paar mehr haben und normalerweise haben natürlich Computer viel mehr als nur diese 5. Aber man braucht im Grunde die 5, damit der Computer funktionsfähig wird. Also ganz oben haben wir das Rechenwerk, die sogenannte ALU, Arithmetic Logic Unit, also quasi eine Einheit, die Arithmetik, also Berechnungen durchführen kann und eben auch Logikgatter, also Logikoperatoren durchführen kann. Bei uns wird das nur aus Addition und Subtraktion bestehen, also hat sich was mit Logik, aber egal. Dann das Steuerwerk. Und bei uns heißt es das Befehlsregister, wie der Name schon sagt, Steuerwerk. Es steuert quasi den gesamten Computer, bildet damit quasi das Gehirn des Computers ab. Dann drittens die Bus-Einheit, der sogenannte Bus, der verbindet die Komponenten untereinander, sodass sie eben untereinander kommunizieren können und hat an sich keine weitere Funktion. Dann das Speicherwerk, bei uns wird es RAM sein. Es gibt natürlich viel mehr Speichermöglichkeiten, Hard Drive, SSD, sonst was. Bei uns wird es einfach ein gewöhnliches RAM sein. Und zu guter Letzt Ein- und Ausgabewerke. Da habe ich jetzt mal keine Klammern hintergesetzt, weil bei uns sind es im Grunde so 10, 20 Knöpfe für die Eingabe und 8 einzelne Lampen für die Ausgabe. Also da ist jetzt... Die haben wir nicht so ausgeprägt in unserem Computer hier. Genau. Und damit kommen wir jetzt zu der Hardware-Architektur, die ich hier aufgestellt habe. Und dazu zoome ich mal ein bisschen raus, damit alles drauf passt. Und ihr seht, das ist eine ganze Menge. Und keine Sorge, ihr müsst das nicht unbedingt alles verstehen. Ja, ich werde eh für jede einzelne Komponente praktisch 1, 2, 3, vielleicht auch mehr eigene Videos machen und dann zeige ich euch halt alles davon. Einige von den Komponenten habe ich auch noch nie gebaut, also da muss ich selber noch ein bisschen gucken. Jedenfalls haben wir hier in der Mitte diese dicke weiße Linie, das ist unser Bus und ihr seht, praktisch alle Komponenten bis auf hier oben rechts sind eben über den Bus miteinander verbunden. Ja, und dazu haben wir eben den sogenannten Microcode und da habe ich einmal alle Module aufgelistet und eben was sie auch machen und dann eben mit dem Bindestrich dahinter, da sind dann die ganzen Microcodes, das sind quasi die Befehle, die die einzelnen Module dann erkennen können und damit was machen können. Ich zeige es euch einfach mal am ersten Beispiel. Wir haben ein A-Register und es enthält eine Zahl. Und dann gibt es eben den Microcode dazu, AI und AO. Also wir haben hier unser A-Register, speichert eine einfache Zahl, ja, und gibt das dann eben auch an die ALU weiter. Wir haben AI, AO. AI steht für AIN, also der A-Register speichert dann eine Zahl. Oder AO, dann gibt er die Zahl aus, und zwar hier auf den Bus. Ihr seht ja diesen Pfeil, da ist ein 8 dran, das heißt, er kann die vollen 8 Bits sowohl vom Bus lesen, als auch auf dem Bus schreiben. Daher die Pfeilrichtung. Und ihr seht, hier gibt es eine zusätzliche Ausgabe in die ALU und die sorgt eben dafür, dass Sachen berechnet werden können. Dann haben wir unser B-Register. Das ist genau dasselbe.
nur eben mit einem anderen Buchstaben, also wieder, wieder B-In und B-O, also B-Input und B-Output, also wieder vom Bass lesen und auf dem Bass schreiben, auch alle 8 Bits und wieder in beide Richtungen. Und das geht eben auch in die ALU hinein. Dann unser nächstes Modul, die ALU selber, also unsere Recheneinheit, die dann eben A und B verrechnen kann. Und die hat eben zwei bzw. drei Linien. Und zwar haben wir erstmal SO, würde ich damit anfangen. SO heißt Summe Out, also die Summe wird hier auf den Bass gepackt und ihr seht, das ist nur eine Ausgabe. Es hat keine Eingabe, weil die Eingaben quasi vom A und B kommen. Also muss es im Grunde nicht vom Bass lesen können. Und dann haben wir SU für die Subtraktion. Das heißt, wenn wir nicht addieren wollen, sondern eben subtrahieren, dann können wir das mit diesem einfachen Befehl halt umstellen. Genau. Dann haben wir unser FR, unser Flaggenregister, und das speichert eben verschiedene Flaggen. Und dazu sage ich noch gleich noch was. Es gibt zum Beispiel Carry, Negativ und Null. Und hier oben haben wir unser Flaggenregister, das erhält Informationen aus der ALU. Und wie schon gesagt, es gibt Carry, Negativ und Null Flaggen. Es gibt auch noch viele andere. Unser Computer wird eine einzelne Flagge haben, nämlich Negativflagge. Und folgendes, Flaggen sind sozusagen Zusatzinformationen, die bei einer Rechnung entstehen können. Beispielsweise, wenn wir rechnen 5 minus 5, kommt natürlich 0 raus. Und dann kann das hier beispielsweise gespeichert werden als eine Flagge. Wird gesagt, hey, die Berechnung war 0. Und dann kann das hier geht es heraus, dann kann unser Befehlsregister damit weitere Sachen anfangen. Ja, wir haben eben nicht die Nullflagge, sondern eben eine Negativflagge. Heißt, wenn wir quasi beispielsweise 4 minus 5 rechnen, haben wir natürlich minus 1 und dann bemerkt das der Flaggenregister und sagt, hey, die Rechnung war negativ, mach jetzt was damit. Und ja, das ist unser Flaggenregister und da haben wir eben auch einen Befehl, FI, und der speichert dann eben die Information von der ALU im Flaggenregister, also in einer einzelnen Speicherzelle eben ab und kann es dann zu unserem Befehlsregister weitergehen. Ja, dann haben wir unser PZ, unser Programmzähler, und der geht durch jede Speicherzelle des RAMs durch. Da haben wir drei Befehle. Ihr seht, der Programmzähler, der hat nur 5 Bits, die er auf den Bass packen kann, und zwar die 5 niedrigeren Bits, also die, die weiter rechts stehen. Die werden wir brauchen, um hier das RAM ja, ansprechen zu können. Genauer gesagt den RAM-Controller, der dann die 32 einzelnen Speicherzellen im RAM dann ansprechen kann. Und da haben wir wieder drei Befehle, wieder ZO, ZI, also Z-Out, der Zähler wird ausgegeben, oder ZI, der Zähler wird eingegeben, also er speichert sich eine Zahl, und ZE, der Zähler wird um 1 erhöht. Und da habe ich tatsächlich einen Pfeil vergessen, der in den Programmzähler reinführt. Wenn ich das hochlade, dann werde ich das einmal verbessern. Und dann haben wir unser RC, unser RAM-Controller, und der bestimmt eben die angesprochene Speicherzelle. Das habe ich eben auch schon leicht erklärt. Also wenn hier zum Beispiel eine Zahl rauskommt und es hier drin gespeichert wird, dann kann er das eben decoden. Ja, aus diesen 5 Bits werden dann eben 32. Und dann kann eben gesagt werden, welche Speicherzelle im RAM angesprochen wird. Und dazu haben wir eben diesen einen Befehl, heißt speichere die Zahl, diese 5-Bit-Zahl ab und bestimme, welche Zelle das im RAM ist. Genau. Dann haben wir unser RAM selber und das ist eben ein Speicher und er beinhaltet Werte und Befehle. Haben wir wieder RI und RO. Und ja, RAM-Input, RAM-Output, also RAM soll etwas speichern oder RAM soll etwas auf den Bass stellen. Und natürlich die zusätzlichen 32 Verbindungen zwischen dem RAM-Controller und dem RAM, damit, ja, damit hier die richtige Speicherzelle etwas auf den Bass lädt,
Sonst kann es dazu kommen, dass, keine Ahnung, mehrere es gleichzeitig machen und dann klappt das natürlich nicht mehr. Dann haben wir unser BR, unser Befehlsregister, und der steuert eben den Computer, wie schon angesprochen. Es ist praktisch wie das Gehirn des Computers. Und da haben wir zwei Microcodes, zwei Befehle, und zwar BRI und BRO. BRI steht wieder für Input. Wir werden diesen Befehl hauptsächlich nutzen, wenn wir einen Befehl vom RAM laden wollen. Und das wird dann hier ins Befehlsregister reingeladen. Und wir haben BRO nur mit den rechten 5 Bits, um dann eben den RAM-Controller ansprechen zu können. Und ja, das ist dann unser Gerät, das auch die anderen Befehlslinien von unseren ganzen Modulen hier ansprechen kann und dann dafür sorgt, dass eben alles so funktioniert, wie es soll. Dann haben wir Out, ja, das ist unsere Ausgabe und hat einen Befehl, hat auch nur eine Eingabe, also es kann nur vom Bass speichern und natürlich nichts auf dem Bass schreiben und natürlich die 8 Bits und der kann dann einfach eine 8-Bit-binäre Zahl darstellen. Und ja, das ist dann essentiell, was wir dann wirklich sehen können, die Zahl, die wir dann verrechnet haben. Und ja, da ist nicht weiter was dazu. Und unser letztes Modul, CLU, genau gesagt die Clock. Und das ist eben unser Taktgeber für den Computer. Und das ist quasi unser, ja, man könnte es als Herz bezeichnen. Wenn unser Befehlsregister eben das Gehirn ist, dann ist unsere Clock eben das Herz und die sorgt eben dafür, dass alles eben gleichmäßig ist. Also die gibt abwechselnd ein hohes und niedriges Signal aus und dementsprechend müssen sich dann alle Module daran halten und können dann eben alle gleichzeitig Daten austauschen. Und damit hätten wir die Module geschafft. Es geht hier noch weiter, aber das werde ich in zwei Teile aufteilen und Quelle. Hier unten einmal Wikipedia natürlich und ziemlich viele Informationen, die ich jetzt weiß, habe ich hier auch aus einer Playlist von Ben Eater. Der hat nämlich einen Breadboard-Computer gebaut, auch 8 Bits, und da habe ich ziemlich viel herausnehmen können. Ja, ich packe das ich glaube, ich packe es erst in der nächsten Woche in die Videobeschreibung, sonst wisst ihr hier schon alles, was das ist, oder vielleicht kapiert ihr es nicht und seid verwirrt. Daher erst nächste Woche. Und ja, dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!